Test 1, 2. Thank you.
zu unserem Familiengottesdienst an Pfingsten. Schön, dass wir heute in die Kreuzkirche gekommen sind oder zu Hause live über YouTube den Gottesdienst mitverfolgen. An Pfingsten feiern wir, dass der Heilige Geist zu den Menschen gekommen ist. Er gibt uns Kraft, über uns hinauszuwachsen. Wir wollen uns heute auch an unsere Taufe erinnern. Außerdem haben wir ein kleines Stück vom kleinen Pfingsten für dich vorbereitet. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst, den wir feiern wollen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen beten. Gott, heute ist Pfingsten. Nicht so leicht zu fassen und zu verstehen wie Weihnachten und Ostern und doch genauso wertvoll. Danke, dass du mit deinem guten Geist zu uns kommst und wir uns heute auch unserer Taufe erinnern können. Amen. Jetzt kommt ein Anspiel mit Zitaten aus dem Buch vom Kleinen Prinzen. Die Begegnung des kleinen Prinzen mit dem Fuchs. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin hier. Unter dem Apfelbaum. Wer bist du? Du siehst sehr hübsch aus. Ich bin ein Fuchs. Komm, komm und spiel mit mir. Ich kann nicht mit dir spielen. Ich bin nicht gezähmt. Verzeihung, was bedeutet zähmen?
Du bist nicht von hier. Was führt dich her? Ich suche die Menschen. Was bedeutet zähmen? Die Menschen haben Waffen und jagen. Das ist ärgerlich. Sie halten sich auch Hühner. Das ist ihr einziges Interesse. Suchst du Hühner? Nein, ich suche Freunde. Was bedeutet zähmen? Das wird ganz oft vernachlässigt. Es bedeutet, sich miteinander vertraut machen. Vertraut machen? Natürlich. Du bist für mich nur ein kleiner Junge. Ein kleiner Junge wie 100.000 andere auch. Ich brauche dich nicht. Und du brauchst mich nicht. Ich bin für dich nur ein Fuchs unter Hunderttausenden von Füchsen. Aber wenn du mich zähmst, dann werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzigartig sein. Und ich werde für dich einzigartig sein. In der ganzen Welt. Bitte, bitte zähme mich. Man versteht nur die Dinge, die man zähmt. Wenn du einen Freund willst, dann zähme mich. Was muss ich machen? Du musst sehr geduldig sein. Du wirst dich zunächst mit einem kleinen Abstand zu mir ins Gras setzen. Ich werde dich aus dem Augenwinkel beobachten und du wirst schweigen. Aber jeden Tag setzt du dich ein wenig näher. Es war schön, sich mit dir vertraut zu machen. Aber jetzt muss ich weiter. Ich muss Freunde finden und viele Dinge lernen. Lebe wohl. Lebe wohl. Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Als ich von der Aktion bei Gott dein Licht gehört habe, musste ich sofort an den kleinen Prinzen denken, der auf der Suche nach Freunden auf der Erde auf dem Fuchs war. Der Fuchs lehrt den kleinen Prinzen, wie man, wie er so schön sagt, jemanden zähmt, sich mit jemandem vertraut macht. Ihr Kinder, Jugendlichen und auch die Erwachsenen mussten in der letzten Zeit sehr oft auf diesen kostbaren Kontakt zu Freunden verzichten. Die Kindergärten und Schulen waren lange geschlossen. Unser Konfirmandenunterricht findet seit Monaten digital statt. Viele von uns arbeiten im Homeoffice und der Kontakt zu anderen Menschen ist immer noch stark eingeschränkt. Ich denke, wir alle sehnen uns danach, uns einander wieder anzunehmen. Heute zu Pfingsten haben wir auch 39 Kinder eingeladen, die in den Jahren 2011 bis 2013 getauft wurden. Viele von euch waren zu diesem Zeitpunkt noch sehr klein und können sich an dieses Ereignis wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Aber eure Eltern haben an diesem Tag eine sehr wichtige Bindung geknüpft. Sie haben euch unter den Segen Gottes gestellt. Eure Eltern haben euch Gott anvertraut und um seinen Segen gebeten, von dem sie wussten, da ist jemand, der sich mit euch vertraut machen möchte. Für Gott seid ihr, liebe Taufkinder, und auch jede und jeder einzelne von uns einzigartig, so wie der Fuchs für den kleinen Prinzen. Gott freut sich,
zum Beispiel zu Tina in den Kindergottesdienst gehen, den Konfirmandenunterricht besuchen, singen, beten, in der Bibel lesen und uns für andere einsetzen. Gott möchte unser Freund sein, der immer für uns da ist und mit dem wir jederzeit in Kontakt treten können. Mit der Taufe ist der Grundstein für eine lebenslange Beziehung zu Gott gelegt. Einige von euch, liebe Jugendliche, werden diese Taufe in ein paar Wochen bei ihrer Konfirmation bestätigen. Nehmen wir Gottes Angebot an, lernen wir ihn besser kennen und bleiben wir mit ihm in Kontakt. Gerade jetzt in Corona-Zeiten leuchtet sein Licht für uns wie ein Stern in der Nacht und möchte uns neue Hoffnung schenken. Bei Gott brennt Licht. Er ist immer da. Wir können immer zu ihm kommen, auch gerade jetzt in schweren Zeiten. Wie Sterne zum Zeichen der Hoffnung werden können, ist auch Thema der Kunstaktion, weil dort sämtlich die in den kommenden 2 Wochen künstlerische Akzente in Fulda Stadtbild setzen wird. Der Streetart-Künstler Nika Springwald hat für Fulda 4 Graffiti-Wände gestaltet, die Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven beim Betrachten des Sternenhimmels zeigen. Der Künstler lädt uns ein, beim gemeinsamen Betrachten der Sterne nach oben und nach vorne zu schauen. Wir möchten Sie und euch einladen, am Ausgang eine Karte mit Aufklebestern mitzunehmen und sich Corona-konform an der Aktion zu beteiligen. Für diejenigen, die den Gottesdienst virtuell verfolgen, hinterlege ich im Anschluss an den Gottesdienst Sterne in das Gartenhäuschen hinter unserer Kirche und Sie sind eingeladen, sich in den nächsten 2 Wochen noch gerne einen Stern abzuholen. Ich wünsche uns allen, dass wir mit der hoffnungsvollen Erfahrung, dass bei Gott Licht brennt, in einen gesegneten Pfingstsonntag und in eine strahlende Zukunft gehen. Normal taufe ich immer im Pfingstgottesdienst, Tauferinnerungsgottesdienst. Ja, ich taufe heute auch noch, aber dann im Anschluss in 2 familiären Taufgottesdiensten.
Lassen Sie uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich bitte Sie, wenn Sie können, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie Platz. Ja, an Pfingsten feiern wir immer Tauferinnerung. Tauferinnerung heißt, wir denken dran, dass wir getauft sind. Gerade für kleinere Kinder, die das so als Babys eben erlebt haben, ist das ganz wichtig, da dran zu denken. Und wir verbinden das dieses Jahr mit dieser Aktion der Stadt Fulda, des Bistums Fulda, der evangelischen Kirche von Preußen-Waldeck, bei Gott brennt Licht. Wer hat denn in der Stadt schon diese Graffiti-Wände gesehen? Oder irgendwo in der Presse? Ja, also da ist noch Luft nach oben. Diese, wo die genau stehen, das finden Sie auf dem Flyer mit dem Stern, dann am Ausgang. Und was sollen Sie dann tun? Einen Stern dort aufkleben. Als Zeichen, wir brauchen immer und gerade in dieser Zeit auch Licht. Bei Gott brennt Licht. Ein schönes Motto. Eigentlich wäre das eine Aktion für den Hessentag gewesen. Der findet nicht statt. Aber die Aktion findet statt. Und gestern war unsere Bischöfin und der Bischof der katholischen Kirche, der Herr Gerber, auch in Fulda und haben diese Aktion begonnen. Und morgen wird im Bischofsgarten auch nochmal ein Gottesdienst dazu feiern, bei Gott bringt Licht. Und immer dann, wenn ich Kinder taufe, dann sehe ich da ganz viel Leuchten. Da sehe ich ganz viel Strahlen in den Eltern, in den Augen der Eltern. Da ist ganz viel Licht und Freude. Und es ist, glaube ich, gut, sich daran zu erinnern, dass am Anfang unseres Lebens oder bei manchen auch im Jugendlichen oder im Erwachsenenalter, dass da dieses Jahr da ist, dieses Jahr von Gott. Und das reicht ein Leben lang. Das reicht selbst bis in den Tod. Dieses Jahr von Gott. Auch dann brennt bei Gott noch das Licht. Also getauft sein heißt, ich weiß, wenn ich zu den Sternen hochschaue, dann erinnere ich mich auch daran, bei Gott brennt Licht. Er hat den Blick für uns. Und deswegen kann ich zuversichtlich auch nach vorne schauen. Jeder Stern, den Sie dann aufkleben, den wir aufkleben, und jede Taufe ist ein Zeichen dafür, dass bei Gott Licht brennt und dass wir als Getaufte zu diesem Gott gehören. Normal versammle ich dann hier vom Taufbecken die Kinder, die eingeladen worden sind. Das geht in Corona nicht. Und vielleicht sehen einige bei YouTube heute zu. So wollen wir virtuell und hier in der Kirche ein Stück Tauferinnerung feiern. Und ich lade die Eltern ein, die das mögen, bei ihren Kindern oder Jugendlichen eine Hand auf deren Schulter zu legen. Und dann will ich mit euch beten. Mein liebes Kind, du bist Gottes Kind. Gott sagt zu dir, du kannst nach vorn schauen,
Gott ist mit dir, wenn du losgehst. Gott behüte dich, wenn du Angst hast. Gott tröste dich, wenn du dir wehtust. Gott lacht mit dir, wenn du lachst. So darfst du fröhlich deinen Weg gehen. Denn Gott ist mit dir. Er segne dich. Lass uns Fürbitte halten. Verstorben ist aus unserer Gemeinde Christa Engel, geborene Ottersbach, im Alter von 77 Jahren und am 12. Mai beerdigt. Wir wollen in der Fürbitte auf ihrer gedenken und für die Angehörigen beten. Gott, wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Er ist deine Kraft, die uns in der Taufe erfüllt. So bitten wir dich für die Kinder, die sich heute an ihre Taufe erinnern. Ihnen und uns allen gilt deine Zusage, dass du bei ihnen und bei uns bist, alle Tage, bis an der Weltende. Guter Gott, wir danken dir, dass Pfingsten ist. Öffne unser Herz für dich, damit wir dich immer besser kennenlernen können, so wie der Fuchs und der kleine Prinz. Schenke uns gute Beziehungen in unseren Familien und zu unseren Freunden. Gott, wir danken dir für alle Kinder, die unser Leben so viel bunter und reicher machen. Lass sie spüren, dass du ihr Freund sein willst und begleite sie durch diese unsichere Zeit. Sei du unser Licht, das in der Dunkelheit brennt. Gott, dein Geist bringe uns als Gemeinde zusammen, als Starke und Schwache, als Frohe und Traurige. Bitte lass deine Liebe immer wieder auf uns herabkommen, wie eine Taube, und uns so selbst zu Boten der deiner Liebe und deines Friedens machen. Gott, wir denken an die Menschen, die traurig sind und Sorgen haben, an die Kranken, Trauernden und Schwachen. Erfülle sie mit deinem kraftschenkenden Heiligen Geist. Wir denken an die, die uns fehlen. Wir denken an Christa Engel. Wir vertrauen darauf, du sorgst für sie und für uns im Leben und im Sterben. Tröste und stärke den Trauernden Angehörigen. In der Stille, guter Gott, sagen wir dir unser Persönlich. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel,
gerne. Segne Vater unsere Erde, segne Vater Meer und Land, segne Vater Herz und Hand. Folgendes möchte ich Ihnen bekannt geben. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug 39,50 Euro. Herzlichen Dank dafür. Heute sammeln wir eine der 7 Landeskirchen Pflichtkollekten ein, die vollständig an den neuen Innovationsfonds in der Landeskirche geht. Aus ihnen heraus können zukünftig besondere gemeinschaftliche Projekte unterstützt werden. Sobald hier Mittel zusammengekommen sind, werden neue, hoffentlich nachhaltige Ideen und Initiativen unterstützt, gerade in Zeiten, in denen so viel über Kürzen und Weglassen gesprochen wird, sind neue Ideen als Impulsgeber, als Kraftspender und Mutmacher besonders wichtig. Hier bei uns, wie auch in den vielen anderen Gemeinden in unserer Landeskirche. Auf Folgendes möchte ich Sie noch hinweisen. Morgen, bis Montag, feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer und Ruhestand Anna Neuner. Hierzu ist eine vorherige Anmeldung nötig. Kommenden Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Lektorin B. Wenn Sie eine Kollekte direkt über die Banking-App Ihres Smartphones oder per PayPal für unsere Kinder- und Jugendarbeit geben wollen, finden Sie den QR-Code mit Anleitung auf der Plexiglas-Spendenbox. Probieren Sie es doch mal aus. Der Vorteil: Am Ende des Jahres erhalten wir von uns eine gesammelte Spendenbescheid. Vielen Dank, Frau Flache, für den schönen Gesang, Herrn Schnell für Orgelspiel und Klavierspiel und Frau Siemens für den Küsterdienst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Pfingstsonntag. Schön, dass Sie da sind. Der Wochenspruch leitet uns in die nächste Woche. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Zacharja 4, Vers 6b. Lassen Sie uns um Gottes Segen bitten. Herzlichen Dank, ich möchte noch sagen, den Team und Frau Hufreisen, die auch maßgeblich für Gottes Vorbereiter haben alle, die hier beteiligt waren, herzlichen Dank. Ich meine, das ist die Zukunft unserer Kirche, dass nicht einer oder eine hier steht, sondern dass wir gemeinsam Gottesdienst vorbereiten und feiern. Manchmal hakt es dann auch ein bisschen, aber das macht es dann auch lebendig. Also herzlichen Dank allen, die da sind, auch Malte für deine Technik hier bei YouTube. Herzlichen Dank. Der Herr segne dich und grüße dich. Herr, lasse sein Angesicht leuchten über dir und seine Gnade. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.